Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Dawnshrael. Wir machen weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ätheriten freischalten. Hey, 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 hey. Wir müssen noch nach da oben, wenn das geht. Ansonsten die hier haben wir jetzt. Und dann machen wir mit Vuklamat weiter. Ich habe schon mal mit jemandem geredet, der mir vielleicht ein wenig Geld besorgen kann. Damit ich mir das Motorrad holen kann. Vielleicht haben wir es im nächsten Part schon. Ich werde mal sehen. Riesige leere Fläche, zwei NPCs stehen hier rum. Das ist wahrscheinlich das, wo wir eigentlich nicht hin dürfen. Ah, hier stehen noch mal zwei. Haben wir gedacht. Die Musik ist schön, aber ich werde davon müde. Schlichtung. Okay, das wird das sein, wo wir nicht hin dürfen. Okay, und ist das der Eingang? Ich kann direkt zum Eingang raus und rein. Okay. Da wir uns ja hier einfach von der Map geschmissen haben, müssen wir kurz mal hier rüber. Gucken, ob wir das dürfen. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwas gesperrt oder so. Sieht offen aus auf jeden Fall. Das wäre halt cool, wenn das so eine Boost-Gates wären. Wie aus so Rennspielen. Fährst durch und kriegst einfach so Nitro-Boost. Hey, euch kenne ich auch irgendwo her. Bitte nicht hauen. Ey. Was steht ihr auch auf der Straße rum? Da irgendwo. Ich weiß nicht, warum die Elefanten Rüstungen anhaben. Moment, den kenne ich auch, aber in einer anderen Farbe. Da ist das Bike. Kann ich ihn verprügeln, wenn ich das Bike bekomme? Auf zu schießen. Frech. Ich weiß nicht, wo das letzte Mal Damage herkam. Ich dachte, der wäre schon weg. Okay, checken hier. Dann sind wir ready erstmal. Gehen zu Wookie. Und machen dann die Statue noch einmal zusammen mit ihr.
Genau, und wenn wir jetzt so keine Menschen natürlich sehen, ich habe natürlich die Option an, ist in der Nähe von den Quest-NPCs, die Menschen ausgeblendet werden. Also andere Spieler. Nicht, dass keiner da wäre. Moment, nein, 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 nein. Ich mache das ordentlich. Bade. Klotz. Riesiger Klotz. Was machst du denn hier? Da bin ich aber erleichtert. Ihr scheint ja ohne weitere Probleme hineingekommen zu sein. Ja, dank deiner Hilfe. Es tut mir wirklich leid, wo ihr doch gerade erst angekommen seid, aber ich habe da etwas mit euch zu besprechen. Was denn? Etwas äußerst Wichtiges. Hast du vielleicht so ein bisschen Geld für mich? Ich muss ein Motorrad kaufen. Nun, wie soll ich sagen? Lamaji, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, dich mit Soralja zu vertragen? Wie bitte? Ich dachte, du hättest dich gegen ihn gestellt. Wir sind uns nach wie vor nicht einig. Ich kann seine Methoden einfach nicht gutheißen. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch bekämpft. Ich möchte nicht, dass du deine Taten bereust, Lamaji. Ihr habt keine Regulatoren, die euch im Notfall retten würden. Wenn ihr euch Soralja jetzt stellt, könnte das euer Ende bedeuten. Ich weiß deine Sorge um uns zwar zu schätzen, aber eine Planänderung kommt nicht in Frage. Soralja hat meinen Vater getötet. Er hat mein Volk geschlachtet. Jeder Tag, den er Leben verbringt, ist ein Tag länger, an dem Tuli Yolal um eine friedliche Zukunft bangen muss. Als Krone des Mutes ist es meine Verantwortung, ihn niederzustrecken. Und du? Du liebst doch deine Leute. Deswegen solltest du mich doch am besten verstehen. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Und gerade deswegen musst du mir nun zuhören. Soralja macht vor nichts Halt, um seine Ziele zu erreichen. Wenn dir dein Volk also wirklich am Herzen liegt, müsst ihr nach Tuli Yolal zurückkehren. Bereitet euch auf die kommende Schlacht vor. Bitte! Meine Worte als Königin Neu-Alexandrias mögen nicht viel Gewicht haben, aber... Ich bitte euch! Ihr könnt euer Schicksal noch selbst bestimmen. Für euch ist es noch nicht zu spät. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Tuli Yolal wird von den stärksten Verbündeten verteidigt, die man sich vorstellen kann. Sie kommt bestens zurecht. Und wir tun hier, was wir können. So ein... Aber... Sie weiß halt nicht, dass wir starke Kämpfer sind und nicht so einfach sterben wie die normalen Leute. Ich verstehe. Ihr habt Freunde, denen ihr vertrauen könnt. Ich wünschte, ich wüsste, wie sich das anfühlt. Sie war ja auch verwundert, dass wir angeboten haben, diese hey, Svena. Elektromonster zu besiegen auch gerne für die Farm. Besser kennenlernen. Hm? Mich? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch immer nicht so recht, was ich von dir halten soll. Ob ich dir vertrauen kann. Wie wäre es also, wenn du uns ein wenig die Stadt zeigst?
Auf diese Weise können wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen und uns besser kennenlernen. Eine Stadtführung soll es also sein? Auch wenn es nicht so wirken mag. Ich bin immer noch eine Königin, weißt du? Aber wenn ihr darauf besteht, dann sollt ihr eine Stadtführung bekommen. Immerhin seid ihr ja auch als meine Gäste registriert. Das gehört zum guten Ton, nicht wahr? Manni? Und für mich sind die Bewohner Alexandrias wie eine Familie. Ich kann es also kaum erwarten, sie euch vorzustellen. Das nehmen wir gerne an. Dann los! Kann das da so nicht 1,2 Millionen sein? Und dann machen wir mit Svene weiter. Immer noch Level 97. Quests. Und sie kann nicht mehr sprechen. Nein, sie hat ihre Stimme verloren. Wir müssen sie töten, damit sie mit Stimme wiedergeboren wird. Seid ihr bereit? Dann beginnen wir die Führung. Sie mag zwar etwas kompliziert wirken, aber im Grunde sind alle wichtigen Einrichtungen in der Nähe eines sogenannten Ley-Knotens angesiedelt, wobei ihr sie, glaube ich, besser als Ätheriten kennt. Falls ihr euch also je verlaufen solltet, haltet nach einem Ausschau. Ich mag die Form von dem Ätheriten. Die sieht cool aus. Zu einem Gewöhnung gehen wir diesmal aber lieber zu Fuß. Und da wir gerade in der Nähe sind, fangen wir doch gleich mit dem Nexus Arkaden an. Ja, sie gibt mir Geld für ein Motorrad, habe ich gehört. Also hier schwebt ein Postmogri, weißt du? Aber in der Hauptstadt? Hier findet ihr eine große Auswahl an Läden, voll mit Leckereien und allem, was das Herz begehrt. In manchen von ihnen kann man sogar die neuesten Gefährte erstehen. Im Immerfried. Der Immerfried ist so riesig, da ist man froh, dass man hier alles Notwendige an einem Ort erstehen kann und nicht kreuz und quer durch den ganzen Turm rennen muss. Das ist der Shoppingmeile, wo niemand shoppt. Wie kommt man denn nach oben? Ich sehe nirgendwo Treppen. Seht ihr diese Plattform mit dem Muster dort? Wenn man sie betritt, wird man hochgefahren, ganz automatisch. Diese Transportvorrichtungen sind übrigens überall in der ganzen Stadt verteilt. Und glaubt mir, wenn ich sage, dass sie einem das Leben hier ein ganzes Stück komfortabler machen. Tja, wenn man nicht so hoch bauen würde, dann bräuchte man die nicht. Das klingt ja wie ein Traum. Hat das auch was mit diesem komischen Elektrop oder so zu tun? Wie meinst du Elektro? Du liegst zumindest nicht ganz falsch. Es ist so, nicht nur diese Transporterrichtung, sondern so gut wie alles in Lösung 9. Nein, das ist nicht ganz richtig. Alles im Immerfried ist aus Elektro gefertigt. Auch die Menschen?
die wichtigsten Einrichtungen selbst, die Böden und Wände um uns herum. Wirklich alles ist aus Elektrop. Wenn man diesen Rohstoff mit magischen Schaltkreisen verziert, kann man nämlich seine elementare Beschaffenheit nach Belieben verändern. Feuer, Wasser, Wind, Erde. Ja, weiter. Licht, Dunkelheit, wo, das? Nichts ist unmöglich. Angenommen, man ändert seine Beschaffenheit zum Windelement, dann kann man nicht nur das Elektrop selbst zum Schweben bringen, sondern auch Gegenstände. Ja, sogar sich selbst. Diese Flugfähigkeit kommt hier vor allem im Transport zum Tragen. Elektrop vom Feuerelement hingegen lässt die Lichter und Lampen der Stadt hell erstrahlen und sorgt in unseren Häusern für wohlige Wärme. Es gibt inzwischen sogar selbstwärmende Gläser und Tassen aus Elektrop. Nun, und Eiselektrop kühlt dann wieder Getränke und dergleichen, richtig? Ja, zum Beispiel in Verkaufsautomaten. Lüge, die funktionieren nicht, die sind nur Deko. Ich habe es gesehen, ich habe es getestet. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles. Man kann auch verschiedene Elemente kombinieren. Zum Beispiel zaubert man mit der Luft eines Windelektrops und mit dem Licht eines Blitzelektrops allerlei Projektionen in den Raum. So wird aus einer schnöden Bleibe schnell ein gemütliches Heim. Bei der Menge an Möglichkeiten wird einem ja fast schon mulmig. Wenn es so etwas Praktisches in Toriola geben würde, man würde sich vermutlich ordentlich darum zanken. Nun, hey Svene, was wird denn hier verkauft? Interessiert? Na dann lass uns doch einfach selbst nachsehen, was so angeboten wird. Komm doch bitte auch mit, ja? Vielleicht haben sie auch etwas ganz nach deinem Geschmack. Warte. Ich muss hier mal kurz. Können wir hier was kaufen? Ein bisschen Money? Ja? Nein? Ja. Ich nehme auch so ein paar Laserwaffen. Nein? Okay, hier gibt's Snacks. Space-Nahrung, ja! Was gibt's denn hier? Mixtur aus Fruchtkapseln, Trinkbeutel. Perfekt. Stange. Aha. Salatpaste. Künstliches Steak. Ah, das künstliche Steak aus der Dose. Es wird direkt unter uns auf einer Farm in der vierten Ebene hergestellt und zusammengepresst.
klar, es kommt geschmacklich nicht ganz an ein echtes Steak, wie man es in den Außenbezirken findet dran, aber dafür ist es super günstig. Besonders die Steaks der Goldmarke sind berühmt, weil sie sich mit einem feinen Mix aus Rind und Hühnchen beliebt gemacht haben. Der zergeht auf jeder von so verwöhnten Zunge. Let's go. Wenn du das nimmst, für mich bitte auch was? Aber warte, wie wäre es, wenn ihr euch direkt hier schmecken lassen würdet? Es geschieht schließlich nicht alle Tage, dass man die Gelegenheit bekommt, Neuankömmlingen bei ihren ersten richtigen Gaumenschmaus im Free zuzugucken. Random NPCs ploppen auf. Okay. Ich halte es nicht mehr aus. Hauen wir rein. War wie was? So ist das so lecker. Die Textur ist zwar eindeutig Hühnchen, der Geschmack hingegen unvergleichlich. Es erinnert mich fast ein bisschen an Honeckfleisch und so gut gewürzt. Auch noch. Ich hätte am liebsten direkt noch eine Portion. Macht euch bitte keine Gedanken. Deine Reaktion freut die Leute einfach nur. Das ist alles. Und wie hat's dem Meister so geschmeckt? Kann man essen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß dabei gehabt, jemandem beim Essen zuzugucken. Iss selber, Bruder. Das weckt Erinnerungen, als die Neuankömmlinge aus Tuliolal damals plötzlich auftauchten, hat das gegenseitige Verkosten unserer Leibgerichte die Kulturen ja schließlich auch näher zusammenrücken lassen. Was ist denn mit dir, Svene? Willst du nicht auch was abhaben? Nein, danke. Mach dir um mich keine Sorgen. Dann sag doch wenigstens, was dein Lieblingsessen ist, egal ob Hauptspeise oder Nachtisch. Nur raus damit. Mein Lieblingsessen, Gib mir bitte einen kurzen Moment, um in mich zu gehen. Ich weiß immer noch nicht, was sie ist. Ist sie von der Menschenrasse? Wenn ja, sieht sie für 30 Jahre sehr jung aus. Ist sie sowas wie die Roboter? Nur in der menschlichen Gestalt? Das habe ich doch schon gesagt. Ich will dich besser kennenlernen. Mein Alterchen hat oft davon gesprochen, dass man bei Leuten, die man gut kennt, irgendwann einfach nicht anders kann, als sie in sein Herz zu schließen. Und Leuten, die man in sein Herz schließt, kann man vertrauen, voll und ganz. Mein Lieblingsessen. Ich esse nicht, ich bin Roboter. War meine Frage etwa zu schwierig? Ihr müsst wissen,
Wenn ich an die Leute denke, die das Essen zubereiten und verkaufen, dann kann ich mich nicht einfach nur für ein einziges entscheiden. Haha, was soll das denn heißen? Weißt du, Svene, du bist unentschlossen, naja, als du dich gibst. Dann ist das eben so. Das ist allerdings das erste Mal, dass ich das gesagt bekomme. Werden wir beobachtet? Es gibt ja auch Mamulja. Okay. Jetzt bin ich gestärkt für den Rest der Führung. Soll es weitergehen? Ja klar, Wohnbezirke. Hä? Wir wollen los, was? Ach so, deshalb stand sie hier noch. Okay. So. Ich guck mich hier nochmal kurz um. Ob ich auch nichts vergessen habe. Wie zum Beispiel hier mal drauf zu jumpen. So. Hier ist der Materieeinsatz, der Materiehändler. Also die hier ist ja Kaktorlampe, Chocobo-Lampe, nehmen wir. Ne, einfach. Ja. Das sind die neuen Materialien, genau. Moment. Dass ich das nicht hinbekomme, dass man zwei verschiedene Fenster aufmachen kann. Da. 36. Wir sind jetzt 54. Okay, ab. Gegenstandsstufe 690 einsetzbar. Okay, okay. Aber ich hatte davon doch schon welche. Okay, sie will uns also wirklich kein Motorrad kaufen. Schade. Das hier ist das Café Musik. Der perfekte Ort, um die Seele bei einem beruhigenden Getränk ein wenig baumeln zu lassen. Oder die Seelen. Also ganz ähnlich wie die Jabal Yaf Tier in Tulyolal. Aber sag mal, warum heißt der Laden denn Mosaik? Wie erkläre ich das am besten? Auf dem Kontinent, auf dem sich Alexandria ursprünglich befand, wurde der Name der verschiedenen Völker von Stein abgeleitet. Die Hyune, die Eldite und schließlich die Emilala. Und die Leute, die unser wunderschönes Königreich bilden und sich in diesem Kaffee versammeln, sind genau wie die namensgebenden Steine ein Mix aus allerlei Besonderheiten und kunterbunten Vielfalt. Also ganz viele in einem Mosaik. Tacos?
Genau, ein traditionelles Gericht in meiner Heimat. Irgendwann musst du es mal probieren. Okay, sie hat uns offiziell dazu eingeladen, sie zu entführen. Will ich nur mal gerade festhalten. Wir entführen sie und laden sie auf Tacos ein. Und dann sagen wir, sie ist diejenige, die geholfen hat, uns anzugreifen. Gucken, was die Stadtbewohner mit ihr machen. Das große Gebäude ist eine der Wohneinrichtungen hier. Und der Bezirk, in dem wir uns befinden, ist der sogenannte Wohnsektor, von dem ich vorhin sprach. Das Riesling ist gerade mal ein einziges Haus. Das ist ja größer als unser gesamter Palast. Moment, warte. Ja. Ich glaube, du verstehst da etwas falsch. Das Gebäude ist ganz viele kleine Wohnungen aufgeteilt. In jedem jeweils ein Haushalt. In denen jeweils ein Haushalt lebt. Eine Familie, die wir besuchen, lebt im Wohnradius 914, also links von uns. Okay, hier kann man auch rein. Ich habe gedacht, es wäre nur so auf der Map angezeigt, aber man kann rein. Kann man noch ein bisschen was? Macht jetzt wieder so einen Totenbesuch? Isadora, bitte entschuldige die Störung. Eure Hoheit, wie schön, dass ihr uns besuchen kommt. Ich habe noch ein paar Gäste mitgebracht. Ist das in Ordnung für dich? Aber selbstverständlich, bitte fühlt euch wie zu Hause. Wie geht es, Milos, heute denn so? Er hat einen guten Tag, aber insgesamt konnte ich leider noch keine Besserung feststellen. Hallo Milos, ich bin's, Svene. Wollen wir etwas spielen? Ihr müsst wissen, mein Sohn, sein körpereigener Äther weist von Geburt an einen viel zu starken Hang zu Blitz auf. Die daraus resultierende Paralyse ist bereits so weit fortgeschritten, dass er weder laufen noch sprechen kann. Aber trotzdem, er hört uns ganz genau zu, und wenn er sich verständigen will,
tut er dies auf seine ganz eigene Art und Weise, zum Beispiel durch Blinzeln oder die Änderung seines Blickes. Ich verstehe, und Svene kommt öfter vorbei, ja? Genau, sie besucht uns regelmäßig. Milos scheint Königin Svenes Anwesenheit sehr zu schätzen. Und manchmal kann man sogar ein leuchtendes Lächeln auf seinen Lippen entdecken, wenn sie da ist. Und wie geht es dir, Isadora? Bist du erschöpft? Brauchst du Hilfe? Um mich braucht ihr euch wirklich keine Sorgen zu machen, eure Hoheit. Schließlich kann ich mit euch über alles reden. Und das Leben hier in Lösung 9 ist sehr komfortabel. Das freut mich zu hören, aber trotzdem bitte überanstreng dich nicht, ja? Ich weiß, für euch mag das komisch klingen, aber könnte man Milos nicht mit all der Technologie heilen, die ihr hier habt, indem man seine Seele benutzt zum Beispiel? Eine Seele benutzen. Mit der Verwendung von Seelen können nur unnatürliche Tode rückgängig gemacht werden. Krankheiten gehören leider nicht dazu. Okay, dann ist es scheiße. Ich habe gedacht, das Ding sorgt auch dafür, dass man halt immer gesund ist und so. Damit man halt nicht stirbt. Ah, das ist ja scheiße, wenn du trotzdem irgendeine Krankheit hast. Tatsächlich gab und gibt es nicht wenige Kinder, die mit dem gleichen Leiden wie Milos geboren werden. Und das schon seit Jahrhunderten. Doch leider können wir noch immer kein Mittel zur Heilung finden. Ihn rausbringen aus der Kuppel, wo nicht so viel Blitzelement ist. Das stark zu Blitzelement neigende Klima in dieser Welt ist sicherlich einer der Hauptgründe für das... Ja, dann bring ihn raus. Besonders wenn man bedenkt, dass die Erkrankungsrate in den letzten 30 Jahren rasant gestiegen ist. Da macht die Kuppel aus. Es ist alles meine Schuld. Wie bitte, hast du etwas gesagt? Okay, also es kommen jetzt immer wieder so Szenen, wo klar wird, dass sie so ein bisschen daran schuld ist, an allem hier. Auch wenn sie nicht direkt irgendwas gemacht hat. Isidor, es tut mir leid, aber wir müssen weiter. Nächstes Mal bringe ich euch was Leckeres zu essen mit. In Ordnung, dann können wir auch so viel reden, wie wir wollen. Aber nicht doch, eure Hoheit. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich weiß schließlich nicht, was wir ohne euch tun würden. Milos und mich, ihr habt uns beide gerettet. Zwei, danke. Ha, ich komme bald wieder, Milos. Darum sei ein braves Kind und warte bitte auf mich, ja? Gleich blinkt ihre Krone auf. Kind vergessen. Nun. Next.
Eine Stufe 98 Quest. Okay, dann machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao Leute.